Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RegioTV Stadtgesprächs aus dem Scala in Ludwigsburg. Ja, und mein Gast heute ist ein neuer Ludwigsburger, kann man mal sagen. Felix Czerny ist da, der neue U19-Coach der Ludwigsburger Basketballakademie. Herzlich willkommen hier in der Barockstadt. Ja, Ludwigsburg steht für Basketball, also deutschlandweit bekannt. Deswegen auch hierher gekommen. Der Ruf hat gelockt. Ja, also ich habe schon in meiner Jugend- und Kinderbasketballzeit oft gegen Ludwigsburg gespielt. Es waren immer die besten Spiele, weil es der beste Gegner gewesen ist. Das hat sich toll weiterentwickelt, was man sagen kann. Also so jung bin ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her. Was seitdem passiert ist, ist toll. Viele Höhen und Tiefen auch hier am Standort Ludwigsburg sind passiert und durchlebt worden. Und jetzt stehen sie ganz toll da. Tolle Basis da. Und ich freue mich, dass ich an dem Projekt teilhaben kann. Rollen wir mal das Feld so von hinten auf. Sie sagen gerade, nicht mehr so ganz jung, aber 32. Also da gibt es viele, die hier sitzen und noch aktiv Basketball spielen. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Wie ging es denn los? Wann gemerkt, ja, Basketball, das ist ein Sport, der wäre was für mich? Das ging los, als ich 10 Jahre alt war. Ich war unglaublich sportlich. Ich habe 2 ältere Brüder. Also ich wurde auch immer gefordert und in allen Dingen besiegt. Und dann habe ich Handball gespielt und das hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und meine Mutter hatte mir dann vorgeschlagen, ich sollte doch mit Basketballspielen anfangen. Das hat alles in Tuttlingen stattgefunden, meiner Heimatstadt. 1,5 Stunden südlich, die 81 runter. Und ja, da habe ich dann angefangen mit 10. Bin relativ schnell in Auswahlmannschaften gekommen, baden-württembergische Auswahl. Und habe eigentlich da so von der Pike auf das Spiel gelernt. Und bin dann auch sehr schnell angesprochen worden, weil zu dieser Zeit einer der, sage ich mal, im Jugendbasketball Hauptkonkurrenten von Ludwigsburg in Baden-Württemberg, die Ursprungsschule, 1998 angefangen hat, ein Basketballprojekt zu starten. Und ich war einer der ersten Spieler, die damals dahin gewechselt sind. Pionier quasi. Das waren dann so ähnlich wie hier das Internat, oder? Also da hat man Schule und Training kombiniert. Genau. Also es ist, ich denke, noch ein bisschen spezieller Internat, Basketball, Schule verknüpft, weil es einfach ein über 700 Jahre altes Klosterareal ist, wo alles auf einem Fleck ist, was 2 Kilometer außerhalb ist von Schäkling. Hier ist es immer noch eine ganz tolle Situation, weil du das Internat, Halle und die Schule in einem Gehbereich von 5 Minuten hast, aber es ist halt in der Stadt. Ne? Ja. Es ist noch ein bisschen was anderes, aber es ist trotzdem hier auch eine ganz tolle Situation. Du hast, wie du es gerade gesagt hast, einen Campus, wo alles sehr kurz erreichbar ist zu Fuß, also optimale Voraussetzung. Dann war dann irgendwann die Schule zu Ende, dann ging es, glaube ich, nach Amerika, oder? Also wie für so viele Basketballer, die Chance, Schule und den Sport zu kombinieren, oder Studium in dem Fall. Genau, also ich hatte erst mir die Hand gebrochen eine Woche, bevor ich an meine erste Uni wollte, wo ich angefangen habe. Dann musste ich 7 Monate, 8 Monate, 9 Monate pausieren. Also nur lernen. Ja, da habe ich dann Rehabilitation gemacht. Da habe ich schon angefangen zu coachen auch in dem Jahr. Und dann bin ich im Jahr später an die eine Uni gegangen in Amerika, in San Francisco. Ganz tolle Uni, ganz tolle Erfahrung, Lebenserfahrung auch. Ich war der einzige weiße Spieler mit nur Afroamerikanern, okay, um es politisch richtig auszudrücken. Und ganz, ganz viel erlebt, ganz tolle Sachen erlebt, auch die Kultur kennenlernen dürfen. Also eine tolle Zeit. Ist ja in Sachen Basketball wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, weil es ja doch ein sehr US-amerikanisch geprägter Sport ist, oder? Ja, das Spiel wurde dort erfunden. Also Dr. James Naismith ist Amerikaner und das ist aus Massachusetts. Also, dass es mit Amerika eng verknüpft ist, ist klar. Ich denke, dass wir in Deutschland viele Amerikaner auch in der Liga haben. Das ist natürlich andersrum nicht so gut für unsere jungen deutschen Spieler, aber das ist der Fakt und die Realität. Und damit gilt es, sich auch auseinanderzusetzen. Dazu kommen wir auch nachher nochmal später. Dann ging es wieder zurück nach Tübingen. Genau. Und da dann bei den Walter Tigers noch ein bisschen gespielt. Da habe ich einen Vertrag unterschrieben. Ich bin zurückgekommen aus USA aufgrund einer Rückenverletzung. Also eigentlich hätte ich dort 3 Jahre länger noch bleiben wollen und können. Hatte einen schweren Bandscheibenvorfall, hatte eine Operation, habe dann in Tübingen einen Vertrag unterschrieben gehabt.
Und habe dann nochmal versucht, in der zweiten Liga da in Ehing, das war eine sehr, die haben da ganz sinnvoll zusammengearbeitet, nochmal Spielpraxis zu sammeln. Und nach einer halben Saison hat sich abgezeichnet, dass mein Körper wohl offensichtlich nicht für das Profisport-Ding geeignet ist. Und das musste ich akzeptieren und dann habe ich als Trainer dann sofort angefangen. Mit 22 war das, glaube ich, erst. Genau. Ja, ich stelle mir das in dem Alter schwer vor, dann wirklich zu realisieren, das war's, zumindest als aktiver Spieler. Es war sauschwer. Also ich habe ein, zwei Jahre sicher sehr gelitten, weil ja, es ist ein Traum, für den du lange gearbeitet hast und viel gemacht hast. Ich muss andersrum sagen, dass es mir viel geholfen hat, dass ich dann die Chance bekommen habe, jüngeren Spielern, die Talent hatten, in Ursprung dann als Trainer Dinge mitzugeben. Ja, und das hat mir geholfen. Das hat mich auch manchmal dann wieder verletzt, weil du gesehen hast, du könntest eigentlich, wenn du dürftest von deinem Körper her. Aber im Endeffekt, unterm Strich, konnte ich was Positives daraus ziehen. Das wollte ich gerade fragen, weil jetzt so mit zehn Jahre Rückblick mehr oder weniger, wenn man jetzt so mit so jungen Leuten arbeitet, dann kann man die ja vielleicht auch ganz anders anpacken. Da kann man sagen, Mensch, mir ging das so und wenn du jetzt so und so arbeitest, dann läuft es bei dir vielleicht anders, vielleicht besser. Ist das sowas, wo man dann auch dann was draus sich holen kann? Also ich glaube, dass die jungen Menschen immer merken, wenn jemand authentisch ist. Und ich glaube, das Problem habe ich nicht. Also ich weiß, ich kann auch immer noch Basketball spielen. Das ist nicht so, dass ich das verlernt habe. Das ist möglich und das kann ich auch demonstrieren, das kann ich auch zeigen. Und natürlich auch meine Geschichte. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen Charakter, den man sich da entwickelt hat. Das ist natürlich für die verständlich, dass da was dahinter steckt und das nicht irgendwie aus dem Theoriebuch rausgelesene irgendwas ist. Also ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Ja. Mit 32 schon eine recht beeindruckende Trainerkarriere hinter sich. Felix Czerny, gleich reden wir weiter im zweiten Teil des Regio TV Stadtgesprächs. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Regio TV. Herzlich willkommen zurück beim Regio TV Stadtgespräch mit Felix Czerny, ja mit 32 schon viermal deutscher Meister, ja mit Ursprung und auch mit der Jugend von Bayern München, oder? Da ging es dann nach Ursprung hin. Genau, nach der Zeit in Ursprung, das ist 2012 zu Ende gewesen, bin ich nach München, war von 2012 bis 2014 dort. Leider waren wir da nicht ganz so erfolgreich, wie wir es hätten sein wollen. Also die Mannschaft mit Paul Zipser, der jetzt von den Chicago Bulls gedraftet wurde. Da sind wir aufgrund von zwei Punkten in der Korbdifferenz dann nicht in die Pro B aufgestiegen. Mit zwei Niederlagen in der ganzen Saison. Aber das ist auch Sport und war eine super Erfahrung. München und auch die Ursprungsschule natürlich. Ja. Das ist ein tolles Stichwort. Paul Zipser, jetzt vielleicht dann der nächste Star in der NBA, der nächste Deutsche auf jeden Fall, der sich da durchsetzen kann. Wenn man so jemanden trainiert hat, ist das vielleicht dann für einen selbst eine größere Genugtuung als dann so ein Meistertitel zum Beispiel? Also ich muss sagen, der Paul hat natürlich auch mit mir trainiert, aber der hat auch viel mit Muki Mutavcic trainiert. Also ich würde jetzt und davor auch schon mit Leuten, also da möchte ich mir nicht das auf die Fahne schreiben, dass er jetzt wegen mir in die NBA ist. Es war schön, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein ganz toller Junge und ich freue mich wahnsinnig für ihn. Generell würde ich sagen, egal ob die Leute es in die NBA schaffen oder ob sie es in die Pro A schaffen oder ob vielleicht für einen Spieler, den man trainiert hat, das Maximum, was er erreichen konnte, weil er das Talent vielleicht nicht hatte, die Pro B gewesen ist. Oder er vielleicht in einem anderen Bereich in seinem Leben erfolgreich ist. Also es ist einfach ganz spannend zu verfolgen, wie die verschiedenen Wege nach der Jugendzeit weitergehen. Natürlich ist das Ziel und die Hauptintention, warum ich es mache, dass sie im Profibereich ankommen.
Aber mir ist es auch sehr wichtig, dass sie verschiedene Dinge, die nicht mit Basketball zu tun haben, sondern im Leben, auch da die richtigen Dinge mitbekommen. Das ist natürlich ein guter Ansatz, der jetzt in Ludwigsburg umgesetzt werden soll, wo ja schon mal eine Basis da ist, oder? Also ja, man fängt auf jeden Fall nicht bei Null an hier. Ja, hier ist sehr gute Arbeit geleistet worden. Ich freue mich auch total, mit den verschiedenen Protagonisten zusammenzuarbeiten. Und sei es der Mario Probst, der das die Akademie hier aufgebaut hat, der Ross Jorgensen, der früher einer meiner erbittertsten Gegner gewesen ist. Wir haben ganz heftige Playoff-Schlachten gegeneinander und auch in der regulären Saison. Die Spiele waren immer unglaublich intensiv. Ich halte unglaublich viel vom Ross. Ich freue mich total, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist hier eine Möglichkeit da, das Programm auf ein ganz tolles Niveau zu heben. Es gibt im Athletik-Kraftbereich mit Benny Pantudis und dem Marc Salzer zwei Leute, die hier dabei sind. Also da ist was da. Und wie gesagt, ich freue mich, dass man da mitmachen kann und versuchen kann, das noch weiterzuentwickeln. Und jetzt ist es doch Sport. Man wird immer dann doch an Ergebnissen irgendwo gemessen. Was ist denn so die Zielsetzung? Was möchte man mit der NBBL erreichen? Ja gut, also es gibt da 8 Mannschaften bei uns in der Division für das kommende Jahr. 4 gehen in die Playdowns und 4 gehen in die Playoffs. In meiner ganzen Zeit als Trainer habe ich es einmal erlebt, dass ich in die Playdowns musste. Und das soll das einzige Mal gewesen sein. Also ist ganz klar, dass wir in die Playoffs wollen. Dann doch noch mal ein Blick nach vorne. Warum ist dieser Schritt so schwer vom Nachwuchsbereich in den aktiven Bereich, in den Profibereich? Also es gibt ja wenige Beispiele, gerade also von deutschen Spielern jetzt, wo das so nahtlos überging. Gut, Dennis Schröder, aber ich meine, das sind so Jahrhunderttalente, oder? Ich glaube, das ist schwierig, erstmal zu pauschalisieren. Also muss man wirklich sagen, weil es gibt verschiedene Geschichten von Spielern, die es dann geschafft haben. Es gibt Programme, in denen viele Talente waren, wo es dann nicht alle Talente geschafft haben. Vielleicht hat man mehr erwartet. Und es ist schwierig, da glaube ich, den Finger in die richtige Wunde zu legen, sondern es gibt verschiedene Faktoren. Ich glaube, was man einfach sagen kann, ist, wir haben einerseits das Problem, dass wir zu spät anfangen mit dem richtigen Training. Das heißt, wir müssen immer etwas aufholen. Also die 16-, 17-, 18-Jährigen können bei uns so viel wie vielleicht in Litauen oder in Serbien der 12-, 13-, 14-Jährige. Okay. Das heißt, du hast dann auch den Übergang einfach zu einem späteren Zeitpunkt, weil in Spanien, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, oder auch in Italien oder auch in Serbien oder in Litauen, spielen die Spieler dann halt mit 18, 19 schon in der Herrenmannschaft auf europäischem Niveau. Das haben wir noch nicht oder nur in absoluten Ausnahmefällen. Und ich denke, da müssen wir gucken, dass wir früher, und das heißt aber dann auch, wenn wir jetzt bei 10, 11, 12-Jährigen anfangen, dann wird es auch Jahre dauern, bis das Ergebnis sichtbar ist. Und da ist im deutschen Basketball auch in den vergangenen Jahren viel passiert. Das geht in eine gute Richtung. Und das andere ist dann, glaube ich, immer so, ich finde, es ist so eine Sozialisation. Wir leben in einem unglaublichen Wohlstand. Uns geht es allen sehr, sehr gut. Wir haben das große Glück, in der westlichen Welt und in einem Land zu leben, wo wir eigentlich mehr als genug von allem haben. Und dann den Willen zu haben, da an die Spitze zu kommen, das wird weniger und weniger. Denkt man, und dann schaut man sich Fußball an und da funktioniert es doch. Also man hat Ziele, schwierig. Man hat Ziele und man hat vor allem noch einiges zu tun. Und dafür wünschen wir natürlich viel Erfolg hier in Ludwigsburg, Felix Czerny. Und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Spieler, der dann vom Nachwuchs in die Bundesliga kommt. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Das war das Regio TV Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis.